Maroni! Servus! Grüezi! Und hallo! Alles durcheinander, alles kreuz und quer. Alles durcheinander, alles kreuz und quer.
Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Servus, Grüezi und Hallo. Unsere musikalische Reise führt uns von diesem schönen Miltenberg aus bis hin zum historischen Städtchen Wertheim an der Taubermündung. Also weißt was, ich würde ja gerne noch in diesem herrlichen Miltenberg bleiben. Auch. Du, ja. Dann könnten wir uns in dem Hotel Riesen einquartieren. Ja, weißt du denn eigentlich, dass das die erste Fürstenherberge Deutschlands ist? Ja, mhm. Naja. Die hohen Herrschaften haben schon gewusst, was schön ist, gell? Aber wir wissen's auch. Und drum laden wir Sie jetzt ein zu einer Fahrt. Und zwar vom Odenwald bis zum Spessart. Mei, das wär pfundig. Herr Kutscher, jetzt kann's gleich losgehen. Also, auf geht's. Seiten von Main ist der Spessart. Da drüben ist schon der Odenwald. Schön, gell? Ja. Ja. Herr Kutscher, halten Sie doch bitte schon ein bisschen an, da ist es schön. Oh, schau mal. Mei, der Blick von der Burg. Ja, der ist ja traumhaft schön. Du steig ein bisschen mit aus. Schau. Und so romantisch, gell? Ach, ist das schön. Herrlich. Du, und schau. Diese Ruhe. Ja, und der Main, wie sich der durchschlängelt. Ja. Das ist wie in die der guten alten Häuser Zeit. Aus dem Mittelalter sind die noch, gell? Fantastisch. Also das ist so schön. Und ruhig und ruhig. Die Fede hört man zwitschern. Ja. Also da ist die Welt wirklich noch in Ordnung. Alles mal satt, dann fahr ich raus aus der Stadt und besuch meine Freunde im Odenwald. Was da jubelt und singt und von den Bäumen erklingt, das ist unser Konzert mit Pfiff. Amsel, Fink und Drossel, seid ihr auch alle da? Wenn wir musizieren, wird selbst ein Spatz zum Star. Ich mach das Konzert im Odenwald. Odenwald, Odenwald, bei unserem Live-Konzert im Odenwald. Mich immer
wieder fröhlich macht. Ich mag das Live-Konzert im Odenwald, Odenwald, Odenwald. Weil unser Live-Konzert im Odenwald mich immer wieder fröhlich macht. Manches Pride-Konzert ist, wie ihr alle wohl wisst, auch zu hören, wenn irgendwas nicht gefällt. Doch was ist schon dabei? Wir Musikanten sind frei und so pfeifen wir auf die Welt. Hört euch nur den Specht an, er klopft für uns den Takt, weil es mit dem Singen noch immer nicht ganz klappt. Ich mag das Pfeifkonzert im Odenwald, 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 weil unser Pfeifkonzert im Odenwald mich immer wieder fröhlich macht. Ich mag das Pfeifkonzert im Odenwald, 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 weil unser Pfeifkonzert im Odenwald mich immer wieder fröhlich macht. Das Pfeifkonzert im Odenwald, 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 weil unser Pfeifkonzert im Odenwald mich immer wieder fröhlich macht. Mei, ist das ein schöner Tag, gell? Ja, und so friedlich. Wir können stundenlang durch diese Heiligen fahren. Stundenlang. Ja, nicht nur du, Margot, ich schon auch. Ja. Mir gefällt es ja da einmal. Ja. Und keine Menschenseele weit und breit. Herrlich. Schau, Margot, da steht einer am Wegrand dort. Das ist bestimmt der Anhalter zum Mittelhin. Was ein Anhalter ist er? Ich weiß nicht recht. Hm? Du, der schaut ein bisschen spaßig rein. Halt! Da war er vorsichtig, ja. Halt, stehen bleiben! Ja, was ist denn los? Ja, was wollt ihr denn von uns? Wir haben kein Geld. Und Schmuck haben wir auch keinen mehr. Nein, wir haben überhaupt nichts. Wir wollen kein Geld. Wir wollen auch keinen Schmuck. Ja. Wir wollen nur dich, Maria. Was wollen wir? Aussteigen! Ja, Gott, was wollt ihr denn mit mir anfangen? Sei doch nicht so grob. Meinst du, dass sie das auch kann? Klar kann die das. Die hat doch ein Gasthaus im Reitenwindel. Die kann prima kommen. Das ist ja eine saubere Geschichte. Und was wird jetzt aus mir? Ja, wer kommt denn da daher? Das sind ja meine Retter. Was ist los, holde Maid? Sehen wir Tränen in deinem lieblichen Antlitz? Stellt euch das einmal vor. Räuber haben mir meine Mutter entführt. Welche Fügung des Schicksals? Seit Hunderten von Jahren reiten wir für die Krone. Ja, das ist gut. Und heute gehört unser Schwert den Königinnen der Volksmusik. Ja, auf geht's, Wurm, back mal. Also, Mirna, auf. Und was wird mit mir? Alle Menschen brauchen sie, die Musik, die Sprache der Welt. Darum wollen wir spüren, dass wir auch immer auf sie hören. Alle Menschen und auch wir singen, weil sonst allem was fehlt. Darum lasst es klingen, dass eine Lieder uns so gefällt. Musikanten haben Glück und auch das Leben lieben sie täglich mehr. Denn sie wissen mit Musik, ja da ist jeder Ärger nur halb so schwer. Musikanten so wie wir, sie zählen traurig, sie sind fröhlich gestimmt. Denn sie wissen, dass Musik ja jederzeit auch Leid von uns nimmt.
und auch das Leben lieben sie täglich mehr. Denn sie wissen, mit Musik, ja, da ist jede Ärger nur halb so schwer. Musikanten, so wie wir, sind selten traurig, sie sind fröhlich gestimmt. Denn sie wissen, dass Musik ja jederzeit auch Leid von uns nimmt. La, 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 la. Musikanten, so wie wir, sind selten traurig, sie sind fröhlich gestimmt. Denn sie wissen, dass Musik ja jederzeit auch Leid von uns nimmt. Denn sie wissen, dass Musik ja jederzeit auch Leid von uns nimmt. Hey. Das Herz und der Motor einschlagen, lachendes Ziel, lachender Start und eine herrliche Fahrt. Rom und Madrid nahmen wir mit, so ging das Leben im Taumel zu dritt. Über das Meer, über das Land haben wir eines erkannt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei doch nicht betrübt. Wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt, ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt. Wonnige Welt, hast uns für immer zusammengesellt. Liebe vergeht, Liebe verweht, Freundschaft alleine besteht. Ja, man vergisst, wenn man geküsst, weil auch die Treue längst unmodern ist. Ja, man verließ manche Madame, wir aber halten zusammen. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei doch nicht betrübt. Wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt, ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt. La 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 la. Sag einmal, Martin, du kennst dich doch hier aus. Wo könnten die Räuber noch ihre Schlupfwinkel haben? Margot, keine Ahnung. Aber frag doch mal den da. Der weiß hier alles. Du, den kenn ich. Das ist der Wilhelm. Der genau. Singt die Fremdenführer, stimmt's? Genau. Du, dankeschön fürs Mitnehmen, gell? Sehr viel. Margot. Ja, Wilhelm, grüß dich. Wo hast du denn die Maria gelassen? Stell dir vor, gestern waren wir noch bei der Hochzeitsfeier beieinander und heute ist sie weg. Rucki zucki, Hochzeit machen wollen alle gern. Ganz egal, woher sie sind, aus Hamburg oder Bern. Rucki zucki, Ringe kaufen und zum Traualtar. Immer noch wie vor 1000 Jahren. Rucki zucki, Hochzeit machen, Mädel, das ist fein. Hier auf dieser großen Welt ist keiner gern allein. Rucki zucki, mit der Liebe und ein bisschen Mut. Immer noch wird gleich alles gut. Erst ein Blick und dann ein Wort. Du verstehst sofort. Tanz mit mir, so sagt er dann.
immer noch wie vor 1000 Jahren. Rucki zucki Hochzeit machen, Mädel, das ist fein. Hier auf dieser großen Welt ist keiner gern allein. Rucki zucki mit der Liebe und ein bisschen Mut. Immer noch wird gleich alles gut. Was sagst du denn dazu? Räuber haben meine Mutter entführt. Das können nur die Räuber aus dem Spessart gewesen sein. Na, gibt's denn die immer noch? Ja, selbstverständlich. Ja? Fein. Oh, los. Oh, wo sind wir? Oh, mein Gott, ist das ein Verhau. Also schämt euch hier gar nicht. Ja, warum glaubst du, wir haben dich hierher gebracht? Ja, sag mal, was soll ich denn da machen? Oh, erst spülst du mal und dann wäschst du uns was Gutes zum Essen. Ja. Und da hast du eine Schürze, damit du nicht dreckig wirst. Ja. Ja. Ach, so habt ihr euch das ausgedacht. Mein Lieber, ihr werdet euch nur wundern, wie ihr euren Sauhaufen da vor dem Mann bringt, gell? Dankeschön für den Tipp. Servus.
bin doch der Hauptmann, oder nicht? Du sollst nicht spielen, sondern spülen. Ich bin der Hauptmann. Ach, komm. Seistadt, schau mal her, was das für ein wunderschöner Krug ist. Und wie der erst schön wird, wenn du den gewaschen hast. Was ist denn los? Ich mag nicht spülen. Ja, ja, du lernst das schon noch. Hör nicht zu mir. Ah, was ist denn mit euch Sprühratzen los? Ha? Essen wollt ihr schon, aber arbeiten wollt ihr nichts? Also, ich seh's schon. Euch muss man mit die eigenen Waffen schlagen. Her mit den Würfeln. Her mit den Würfeln. Jetzt würfel ich. Wer die meisten Sechser hat, hat gewonnen. Ah. Na, bitteschön. Die Würfel sind gefallen. Und ihr werdet jetzt sofort Gemüse putzen, gell? Das ist euer. Du nicht malen, gell? Sonst seht ihr was. Mein lieber Freund. Aha, geht schon ganz gut, gell? Bisschen Handarbeit kann nicht schaden. Was haben wir denn da für einen Dreck, Bernd? Ja, sag einmal, vergiss halt deine Ohrwaschel nicht, gell? Da hinten kommen wir ja Rüben am Bahn, so geht's dazu. Ich glaube, der ist ein bisschen so scheu. Das Glas trinkt man für'n Dosch, das läuft ganz prima nein. Und weil auf ein paar kann er stehen, drum trinkt man immer zwei. Die anderen lachen, ein Glas geht auf die Wein. Die anderen lachen, und schütt ihr noch mal ein. Drei König waren in Bethlehem, drum lässt sich sehr leicht denken, dass wir aus der Erinnerung das dritte Glas einschenken. Vier Asse hat ein Kartenspiel, die braucht man zum Tarocken. Drum schenk ich ein das vierte Glas, sonst bleib ich trocken hocken. Fünf Finger hat meine rechte Hand, fünf hab ich an der linken. Und die benütz ich miteinander, dann kann ich wieder trinken. Sechs richtige, ein Lottotraum tut selten sich erfüllen. Darum muss die Enttäuschung man ganz schnell hinunterspülen. Jede Woche hat sieben doch, bis sieben zählt jede Hex. Und weil ich sieben Zwetschgen hab, trink siebte ich auf Ex. Ach doch, das ist eine lange Zeit, die wurde Michi krank. Ach doch, lang hat ne nix mehr gefreut, jetzt trinkt er wieder, Gott sei Dank. Neun Kegel hat er Kegel spielt, der haut die Kugel um. Mir macht das neunte Glas nix aus, ich fall ganz langsam rum. Das zehnte Glas, das trinke ich aufs Wohl der zehnten Muse, weil die ein bisschen schamlos ist und ich gern mit ihr schamuse. Nicht langselieren, elf ist ein Fußballclub. Der Beste ist der FCN, drum Prost, Hurra, Hup, Hup. Zum Schluss, da mach ich's dutzendvoll, ein Hoch auf die zwölf Jünger. Und dann lasst uns, weil so schön waren, von vorne wieder singen. Tiralalalala, ein Glas geht noch hinein. Tiralalalala, und schenk ihr noch mal ein. Tiralalalala, ein Glas geht noch hinein.
Und jetzt lade ich euch alle ein. Was möchtest du denn trinken? Milch! Ach, du liebe Zeit. Na ja, sitzt euch hin. Ja, da legst du nieder und stehst nicht mehr auf. Die Geisterreiter. Wo kommst du denn hier daher? Von wegen Geisterreiter. Ich habe eine Spur gefunden. Ja. Nee, weißt du was? Ich habe eine Spur gefunden, ne? Doch, schau her. Nee. Ich habe eine Spur gefunden. Ach so? Ja. Hier kommt Hilfe. Ehrlich? Ich glaube, ja. Vergiss mal deine Reserve, Djangos. Ich habe für dich draußen jede Menge Pferdestärken. Ja? Ja, obwohl ich bin kein Reiter des Königs. Komm mal. Über das Gewand. Egal, was auch passiert,
freu dich deines Lebens, denn ein zweites kriegst du keins. Freu dich deines Lebens, halt dich mit Humor auf Trab. Schöne Stunden, Liebelei, weine nicht, weil sie vorbei, sei doch froh, dass sie es gab. Schöne Stunden, Liebelei, weine nicht, weil sie vorbei, sei doch froh, dass sie es gab. So, jetzt lasst es euch mal anschauen. Gut, sauber. Ja, was ist mit dir, du Schlamperer? Da fehlt der Knopf, gell? Na, brav. Ja, wo hast denn du deine Hände? Raus aus dem Sack damit. Ha, kein Wunder. Da mit denen Trauerrennen, da kommst du nicht zum Tisch, gell? Halt, 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 halt. Haferlschlecken gibt es nicht bei uns. Ha? Kinder, wie schaut's aus mit euch? Habt ihr eure Hausaufgabe gemacht? Ja. Brav, ich sag's ja. Gut, gut. Stiefel putzt, sauber seid beieinander. Man möchte nicht glauben, was man aus so einem Räuberhaufen für saubere Burschen machen kann. He? So, jetzt habt ihr euch natürlich auch was zum Essen verdient, gell? Oh, ja. Ja, wo schaut's denn lang aus? Oh, ja. So. Oh, schaut's, da kommen die Musikanten. Aber dem müssen sie das Essen erst verdienen. Ja. Auf geht's, Bum! Spielt uns eine schneidige Tafelmusik. Gleich zur Frau Wirtin hin. Ich blass mein Dudelsäckchen auf und spiel ihr etwas vor. Dann öffnet sich bei der Frau Wirtin sofort Tür und Tor. Sie gibt mir Bier oft 8, 9, 10 und Schinkenbrot zu essen. Und dass ich völlig pleite bin, ist lange schon vergessen. Ja, Margot, da bist
ja Gott endlich. Sei Dank, endlich finde ich dich. Ich hab dich gesucht wie eine Stecknadel im Heuhaus. Ja, du, aber dir ist ja ganz gut gegangen bei diesem Räubergeschwerl da. Ja, aber frage mich nicht, was das für eine Arbeit war, bis ich die alle auf Vordermann brachte. Ja, aus welchem Jahrhundert sind denn wir? Ihr seid eigentlich unsere Retter. Was würde denn das verleihen? Das ist eine ganz lange Geschichte. Erzähl da anders mal. Es ist gescheiter. Ich glaube, für heute langt's, gell? Hoffentlich wird's nächste Mal nicht so anstrengend. Ja, und bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Wie immer, führt euch gut, bleibt gesund und Servus! Grüezi! Und hallo! Servus, Grüezi und hallo! Gute Laune sowieso, denn Musik macht alle froh. Servus, Grüezi und hallo! Servus, Grüezi und hallo! Musik und Lieder.